Mareile Höppner, bewegender Abschied von Tim, du hast nie verloren. Der Tod von Tim Lobinger, 50, bewegt die Promi-Welt. Freund, Innen- und Wegbegleiter, Innen nehmen emotional Abschied von dem Ex-Stabhochspringer. So ehrt in der ersten Let's Dance Show der 16. Staffel am 17. Februar 2023 Gastgeber Daniel Hartwig, 44, den einstigen Let's Dance-Teilnehmer, indem er bewegende Worte über den Sportler an die Zuschauer, innen vor den Bildschirmen richtet. 2011 wirbelte Tim Lobinger mit Isabel Edwardson, 40, über das Tanzparkett, die sich in den sozialen Medien bestürzt über den Tod ihres einstigen Tanzpartners zeigt. Auch Juror Joachim Lambi, 58, Fußballer Joshua Kimmich, 28, und die Moderatorinnen Marlene Lufen, 52, und Ruth Muschner, 47, bringen ihre tiefe Trauer auf der beliebten Social-Media-Plattform zum Ausdruck. Ein ebenfalls sehr emotionales Statement kommt von RTL-Gesicht Mareile Höppner. Die 45-Jährige zählte zu dem Freundeskreis von Tim Lobinger. Auf Instagram zeigt sich die Hamburgerin auf einem Schwarz-Weiß-Foto an der Seite des verstorbenen Stabhochspringers. Beide lachen in die Kamera, stecken die Köpfe zusammen. Wie nah sich beide standen, macht Mareile Höppner mit den Worten deutlich, die sie in ihrem Beitrag wählt. Ich denke an uns, die Gang auf der Dachterrasse, alle ein Glas Wein in der Hand. Du mittendrin, leuchtend, glücklich, ganz bei dir, einer der Ja sagt zu diesem Leben. Das hast du bis zum Schluss getan. Was warst du ein positiver Mensch. Einer der Räume erheilen konnte, Sig, beschreibt sie ihren Freund. Der Sportler stand für einen öffentlichen Umgang mit der Krankheit. Für diesen öffentlichen Kampf zollt die Moderatorin Tim Lobinger großen Respekt. Er habe den Kampf gegen den Krebs nicht verloren, niemals, auch wenn es so viele gerade schreiben. Tim Lobinger hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Wir alle, deine Freunde, deine Familie, wir wissen, dass es anders war. Du hast diesen Krebs besiegt, du bist nicht mehr hier bei uns. Aber er hat nie über dich gewonnen, betont Mareile Höppner in ihrem Posting. Du hast ihm alles entgegengesetzt. Geschleudert, all deinen Mut, deine Kraft, dein Kämpferherz. Du hast nie verloren. Anführungszeichen. Mareile Höppner muss, wie alle anderen Freund, Innen- und Wegbegleiter, Innen, ihren Frieden damit finden, dass Tim Lobinger von ihnen gegangen ist. Wie schwer ihr der Abschied von ihrem Freund fällt, machen ihre letzten Worte deutlich, in Liebe deine Freundin Mareile. Wir lieben und vermissen dich. Du wirst in den vielen Erinnerungen weiterleben. Gerade weinen wir einfach nur. Aber wir werden wieder lachen. In Gedanken an dich. Tim Lobinger kämpfte über Jahre mit dem Krebs. 2022 erkrankte er erneut an Leukämie. Am 16. Februar ist er im Alter von 50 Jahren seinem Krebsleiden erliegen. Verwendete Quelle: Instagram.com